Schönen guten Tag, mein Name ist Sascha Skorupka. Ich zeige dieses Jahr auf der Ideenexpo die Experimentierschuh Feuer und Flamme, in der es ganz viele heiße Experimente zu sehen gibt. Die Feuer- und Flamme-Show ist eine Experimentiershow. Das heißt, wir zeigen in dieser Show ganz viele Experimente zum Thema Feuer, sagt ja schon der Name. Und das besonders Spannende daran ist, dass das Experimente aus dem Alltag sind. Da geht es um die Frage, warum soll man einen Grill nicht mit Spiritus anzünden, sondern warum soll man Grillanzünder nehmen? Was ist da der Unterschied? Brennt ja beides. Wir zeigen Explosionen, also ganz viele sehr interessante Experimente zum Thema Feuer, die man zu Hause so nicht nachmachen sollte. Das Experimentieren liegt mir im Blut, weil ich Experimentalphysiker bin. Also meine Hauptarbeit bestand darin, im Labor zu stehen und Experimente aufzubauen und Messungen durchzuführen. Allerdings funktioniert das im Labor anders als in so einer Show. Was mich schon immer begeistert hat an dem Job, ist, Leute dafür zu begeistern, was man tut. Und aufregende Sachen in Wissenschaft und Technik zu machen, ist etwas, womit man Menschen begeistern kann. Es gibt neue Experimente natürlich und ganz allgemein können sich die Jugendlichen darauf freuen, dass es dort einfach aufregende Experimente mit Feuer gibt, die sie so wahrscheinlich live noch nicht gesehen haben, und wenn sie sie gesehen haben, dann wahrscheinlich immer als Unfall, das ist dann blöd. Einfach eine unterhaltsame Show zum Thema Feuer. Bis bald auf der Ideenexpo 2009.